St. Peter-Ording hat mit 12 Kilometer Länge und bis zu 2 Kilometer Breite den größten Strand Deutschlands und damit auch einen der schönsten Strände Europas. Vom 15. März bis zum 30. Oktober kann man für 8 Euro am Tag von 7.30 Uhr bis 22.30 Uhr auf einer eigens dafür abgesteckten Fläche mit dem Auto auf den Strand fahren. Übernachten mit dem Wohnmobil ist leider nicht gestattet und wer nach 22.30 Uhr mit dem Fahrzeug dort angetroffen wird, muss mit empfindlichen Strafen rechnen. So verbrachten auch wir, wie noch viele andere, einen schönen Tag mit Sonne, Sand und Meer. Leider wehte heute ein eisiger Wind, aber mit der richtigen Kleidung stand dem ein oder anderen Strandspaziergang trotzdem nichts im Wege. Auch das gibt es natürlich immer wieder. Einige wagen sich mit nicht dafür geeigneten Fahrzeugen zu weit an den Rand des festgefahrenen Sandes. Manchmal hilft dann nur noch schweres Gerät. Aber die Ortsansässigen sind das gewöhnt und so steht der große Traktor eigens dafür immer bereit. Die obligatorischen Strandkörbe findet man natürlich in großer Menge vor. Und das steht natürlich auch typisch für St. Peter. Strandsegeln oder wie hier das Kitebuggy fahren. Auf den Pfahlbauten
laden die Gastronomen zu Speis und Trank. Nachdem wir diesen erlebnisreichen Tag am Strand beendet hatten, fuhren wir auf dem Weg zu unserem nächsten Übernachtungsplatz an dem gewaltigen Eidersperrwerk vorbei, machten kurz Halt und schauten uns die mächtigen Stahltore näher an.